Als mich im Auftrag von Herrn Uhl die Frau Schlenkerich angerufen hat, bin ich zunächst zusammengezuckt. Herr Schöberl hat ja bereits erklärt, dass ich so etwas Ähnliches bin wie jemand, der also diese Zeit miterlebt hat, die spannenden Jahre zwischen 1989 und der Mitte der 90er Jahre, die Zeit der Wiedervereinigung. Und Frau Schlenkerich hat gemeint, naja gut, da könnte man hier gut einen Zeitzeugen brauchen. Jetzt bin ich bei dem Begriff des Zeitzeugen natürlich doch erschrocken, weil unter Zeitzeuge habe ich mir immer einen würdigen alten Greis vorgestellt und das entsprach also nicht ganz meinem Selbstbild. Aber ich habe mich dann damit abgefunden, dass ich das erste Mal in meinem Leben als Zeitzeuge gefragt war und habe also dann gerne zugesagt, zumal ich den Herrn Uhl aus langen gemeinsamen Jahren kennen und schätzen gelernt habe. Ja, es funktioniert. Lange nach der Demokratie unsere Vergangenheit kennen, unsere Zukunft gestalten. Das ist das Motto, was Sie für den heutigen Abend ausgewählt haben. Auf welcher Basis steht unsere Demokratie? Sie brauchen jetzt nicht die Sorge haben, dass ich einen Vortrag halte mit Einleitung, Hauptteil in drei Unterteilen und Schluss. Ich will nämlich Fragen stellen. Ich soll nämlich ein Impulsreferat halten. Also zumindest war das also auch der Auftrag, den mir Herr Schöberl mit auf den Weg gegeben hat. Also ich werde keine Antworten geben oder nur Antworten andeuten und möchte eigentlich Fragen in den Raum stellen, die dann sowohl hier am Podium als auch hier im Saal Anlass zur Diskussion geben. Die Frage, wo kommt die Demokratie her, sollte natürlich in die Vergangenheit führen. Denn nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gestalten. So auch das Motto der Veranstaltung. Und wir wollen ja hier über die Demokratie nachdenken. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir ein demokratisches Gemeinwesen haben. Herr Schöberl hat das auch gesagt. Und deshalb muss man überlegen, wo kommen wir her? Und wie ist alles so geworden, wie es heute ist? 2600 Jahre zurück, auch keine Sorge, ich werde nicht alle Jahre bis heute dann im Einzelnen behandeln. Woher kommt die Demokratie? Wie das Wort schon sagt, aus dem Griechischen, ganz einfach. Demos heißt eigentlich Volk, aber wenn man es genau betrachtet, ist es eigentlich die Gemeinde. Die Dorf- und Siedlungsgemeinschaft. Also mit Demos ist nicht das große Staatsvolk gemeint, alle Deutschen, alle Griechen, sondern mit Demos war ursprünglich eine relativ kleine Einheit gemeint. Die Gemeinde, die Dorfgemeinschaft, wo man sich kennt, wo man sich schätzt, wo man wechselseitig seine Nöte kennt. Und Kratos, die Macht, die dort ausgeübt wird. Den Begriff des Demos gibt es immer noch. Das Griechische hat er überlebt. Und andere Leute fotografieren im Urlaub Seen oder Berge, ich fotografiere Bauzäune oder Müllcontainer. Das obere Wort jeweils, das Delta ist also ein D, Demos, oder hier steht es auch Demos. Das rechte heißt Gemeinde Athen, das linke heißt Gemeinde Athen, das rechte heißt Gemeinde Korinth. Das linke steht auf einem Bauzaun, das rechte auf einem Müllcontainer. Mit Demos bezeichnet sich selbst die Gemeinde, die gemeindliche Einheit, nicht der große Staat, das große Staatsvolk. Und die Demokratie ist bekanntlich entstanden im alten Griechenland und da waren die Größenverhältnisse noch anders. Athen im 6. Jahrhundert hatte ungefähr 5000 Einwohner. Die Zahl stimmt nicht ganz, das ist hier durch den hellgrünen Bereich etwas angedeutet. Man hat nämlich nur die Vollbürger gezählt, also diejenigen, die als Männer das Bürgerrecht hatten. Die Frauen und die Sklaven wurden nicht mitgezählt. Also man hatte damals noch nicht gegendert. Also in Wirklichkeit dürfte Athen damals ungefähr 25.000 Einwohner gehabt haben. Aber Herr Uhl, ich kann Sie beruhigen, Sie sind durchaus auf Augenhöhe mit den Staatsmännern der Antike. Zusmarshausen hat 6.500 Einwohner. Also durchaus eine vergleichbare Größenordnung.
Wenn man dann von der Gemeinde in größere Einheiten kommt, merkt man, was dort für ein Abstand ist, was für ein Zwischenraum. Also Deutschland 82 Millionen und dann habe ich bewusst zwei Länder genommen, bei denen ja in der Diskussion immer ja, teilweise zu Recht, aber teilweise möglicherweise zu Unrecht bezweifelt wird, ob es überhaupt als Demokratie bezeichnet werden kann. Russland 144 Millionen Einwohner und die Volksrepublik China aktuell mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob die Demokratie, die in einem Gemeinwesen mit 5.000 Vollbürgern und 25.000 Einwohnern erfunden worden ist, ob diese Institution natürlich für Zusmarshausen passt oder auch für eine Stadt mit 30 oder 50 oder 100.000 Einwohnern, aber passt es für ein Land mit 80 Millionen oder gar mit 144 oder 1.400 Millionen oder 1,4 Milliarden Einwohnern? Jetzt hat der Vergleich natürlich etwas Problematisches insofern, als sich die Kommunikationsmittel geändert haben. Als die Demokratie entstanden ist, in diesen kleinen Einheiten gab es kein Radio, kein Fernsehen, kein Telefon, keine E-Mail, kein WhatsApp, keine sozialen Netzwerke. Die Kommunikation war noch auf das persönliche Gespräch oder, sofern die Menschen lesen und schreiben konnten, auf eine schriftliche Notiz beschränkt. Aber trotzdem verträgt es so einen großen Sprung, kann ich dieses Prinzip immer weiter ausdehnen. Was es leichter macht, ist der Grundsatz der Subsidiarität, dass man also die Dinge, die auf einer unteren Ebene geregelt werden können, auch auf dieser unteren Ebene geregelt werden. Und was es auch leichter macht, sind föderale Strukturen, dass also es nicht nur eine einzige große Einheit gibt, sondern dass es verschiedene Stufen gibt. Und dass die Dinge jeweils auf der Stufe geregelt werden, auf der sie geregelt werden müssen. Es stellt sich aber schon die Frage, wie große Einheiten kann ein demokratisches System bewältigen? Und die zweite Frage, die sich natürlich in dem Zusammenhang stellt, ist auch, passt die Demokratie für alle Menschen und Zeiten? Wir haben erst vor wenigen Wochen einen Fall erlebt, als ein Land, indem man eine demokratische Ordnung installieren wollte, in dem Moment, als westlich geprägte Schutzmächte ihr Militär abgezogen haben, dieses System förmlich implodiert ist. Eigentlich nicht durch Waffengewalt, sondern weil man den Eindruck haben musste, die Mehrheit der Menschen dort will es möglicherweise überhaupt nicht. Wie sich das historisch mal beantworten wird, dazu ist der zeitliche Abstand noch zu kurz, das kann man jetzt noch nicht absehen. Aber die Frage muss man sich stellen, passt die Demokratie wirklich für alle Menschen und Zeiten? Wie muss eine Struktur gebildet sein, damit sich dort ein demokratisches Gemeinwesen auch entfalten kann? Ich möchte diese beiden Fragen hier mal in den Raum stellen, ohne sie zu beantworten. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Anlass des heutigen Tages. Was war vor 31 Jahren? Herr Schöberl hat es ja schon gesagt, zur Wiedervereinigungszeit 1990, 3. Oktober 1990, ist eigentlich eine Sternstunde der Demokratie gewesen, nämlich die Bevölkerung der früheren Deutschen Demokratischen Republik hat den Schritt gewagt und aus freien Stücken in einer friedlichen Revolution sich entschlossen, dem westlichen Deutschland beizutreten und das westliche System zu übernehmen. Dass das so funktioniert hat, zeigt, dass auch in größeren Einheiten demokratische Bewegungen funktionieren können. Es hat geklappt. Die Menschen haben sich durchgesetzt gegen ein nahezu perfektes Überwachungs- und Spitzelsystem. Bei 17 Millionen hat es damals funktioniert. Ich war in dieser Zeit als ausgeliehener bayerischer Beamter und dann als versetzter, ich bin dann sächsischer Beamter geworden im Freistaat Sachsen, beginnend im Oktober 1990 und habe diese Zeit hautnah mitgemacht. Und aus dieser Zeit habe ich drei Zitate mitgenommen und diese drei Zitate beinhalten wiederum drei Fragen, die ich auch hier in den Raum stellen möchte, nämlich die erste,
ein Zitat des früheren sächsischen Justizministers Steffen Heidmann. Der hatte mal hier in Augsburg einen Vortrag gehalten vor der Vereinigung der Augsburger Juristen und hat den Satz gesagt: Durch die Wiedervereinigung hat sich auch der Westen geändert, er hat es nur noch nicht gemerkt. Und auch diese provozierende Frage möchte ich in den Raum stellen: Was ist anders geworden seit 1990? Was ist vor allem bei uns hier in Westdeutschland, in Bayern, in Schwaben anders geworden gegenüber der Zeit vor 1990? Die gesellschaftliche Veränderung ist vorangeschritten, wäre sie ohne die Wiedervereinigung genauso vorangeschritten. Das Wort Kita war früher nahezu unbekannt, heute weiß jeder, was eine Kita ist. Was Berufstätigkeit, Familie und Ähnliches anbelangt, hat sich vieles geändert. Es hat sich auch im juristischen Bereich manches geändert. Über diese Frage sollte man sich immer, bewusst sein. Nicht nur der Osten hat sich dem Westen angepasst, sondern auch der Westen hat sich durch die Wiedervereinigung verändert. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie und in die richtige Richtung. Das zweite Zitat ist ein sehr bekanntes und prominentes Zitat, wobei es im Grunde genommen die Verdichtung einer etwas längeren Ansprache von Frau Boley auf einem Symposium war. In der Form ist es wohl nie gesagt worden, aber es ist immer so zitiert worden. Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Mit unserem Rechtsstaat sind ja nicht immer alle zufrieden. Irgendjemand hat immer irgendeine schlechte Erfahrung mit der Justiz. Ist ja klar, in jedem Zivilprozess gibt es einen Verlierer. Bei der Verkehrsordnungswidrigkeit oder anderen Ordnungswidrigkeiten wird die Justiz auch oft als unangenehm empfunden. Und bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit kriegt man auch nicht immer recht. Die Frage von Frau Boley ging natürlich etwas tiefer. Es ging um die Aufarbeitung des in der früheren DDR geschehenen Unrechts. Und damit war möglicherweise unsere Justiz auch überfordert. Ich meine, einen Umsturz, und letztlich war es aus der Sicht der damaligen DDR ein Umsturz. Einen Umsturz kann ich nicht in Form eines Prozesses aufarbeiten, sondern das geht politisch, aber möglicherweise ist der Rechtsstaat dort tatsächlich überfordert. Die Frage, die mit diesem Satz verbunden ist, möchte ich aber auch hier in den Raum stellen. Haben wir Gerechtigkeit? Oder haben wir eigentlich nur einen Rechtsstaat? Und das aus meiner Sicht, ne, das war jetzt irgendwie, so ist es weg. Das aus meiner Sicht interessanteste Zitat ist von jemand, dessen Name ich mir leider nicht aufgeschrieben habe. Ich erzähle Ihnen mal den Hintergrund, wie es zu dieser Äußerung gekommen ist. Damals, 1990, gab es ja in der früheren Deutschen Demokratischen Republik keine funktionierende Justiz, keine funktionierende Verwaltung, keine Rechtsanwälte, kein Notariat. Und eines der drängendsten Probleme war eine funktionierende Justiz, eine tatkräftige Anwaltschaft, ein sorgfältig arbeitendes Notariat aufzubauen. Und dazu braucht man Juristen. Und die Juristen sollten natürlich nicht als Fremdlinge wie ich nur aus dem Westen kommen, sondern es sollten natürlich auch Leute aus dem Land sein, die lernen, wie ein rechtsstaatliches, demokratisches System funktioniert und damit arbeiten können. Und deshalb war eines der ersten und wichtigsten Aufgaben im Justizbereich, Juristen auszubilden, die das können, die das machen. Und die Referendare, die man dort von den Universitäten geholt hat, mussten natürlich erst das Recht, wie es in der Bundesrepublik Deutschland galt, und wie es dann im Osten gelten sollte, lernen. Die konnten das nicht wissen. Und nachdem sie es in Sachsen oder in Thüringen oder in Brandenburg nicht lernen konnten, gab es so eine Art Kinderlandverschickung. Also man hat die sächsischen Referendare nach Bamberg, nach Nürnberg und nach Tübingen geschickt. Und dort haben sie ihr Referendariat gemacht. Und dort haben sie gelernt, wie unser System funktioniert und wie sie das dann in ihren Heimatbezirken anwenden konnten.
Und ich war zuständig innerhalb des Justizministeriums für das Landesjustizprüfungsamt. Ich war der erste Präsident des dortigen Prüfungsamtes und war für die ganze Juristenausbildung zuständig. Und ich habe dann sehr bald, nachdem ich im Oktober 1990 meinen Dienst in Sachsen angetreten habe, für meine Schäfchen gesucht und besucht und bin also nach Tübingen, nach Nürnberg und eben auch nach Bamberg. Und habe mich mit den Bamberger Referendaren über ihre Arbeit unterhalten, was sie hier lernen, was sie machen, ob es Probleme gibt, wie man weiterhelfen kann. Und am Abend haben wir dann beschlossen, dass wir miteinander zum Pizzaessen gehen. War für die auch was Neues. Pizza gab es in der früheren DDR nicht. Da waren die ganz freudig, dass wir dann die Gelegenheit hatten. Und da wurde dann etwas freier geredet. Und einer dieser Referendare hat dann im Gespräch gesagt, naja, ich sehe ja ein, dass das System der Deutschen Demokratischen Republik so nicht ganz das Richtige war. Aber woher wissen wir, also da hat er sich und seine Kollegen gemeint, seine Kolleginnen gemeint, woher wissen wir, dass das jetzige System das Richtige ist? Und die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und diese Frage möchte ich als letzte der fünf Fragen, die ich als Impuls in die Runde geben wollte, hier stellen. Woher wissen wir, dass unser demokratisches System das Richtige ist? Zur Erinnerung, die fünf Fragen nochmals auf den Punkt gebracht. Wir sollten darüber nachdenken. Für welche staatlichen Einheiten eignet sich die Demokratie und wie muss sich die Demokratie den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen? Welche sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen braucht die Demokratie? Was unterscheidet unsere Demokratie von der früheren Deutschen Demokratischen Republik? Oder haben wir möglicherweise sogar das eine oder andere übernommen? Was kann der demokratische Rechtsstaat leisten? Das ist die Frage nach Gerechtigkeit und Rechtsstaat. Wie viel Gerechtigkeit bringt der Rechtsstaat? Und die letzte Frage im Anschluss an den unbekannten sächsischen Referendar in Bamberg. Warum ist unsere Demokratie die bessere Staatsform? Ich freue mich auf eine gute Diskussion.